Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die gerade noch reinkommen oder schon anwesend sind. Der Flughafen Köln-Bonn ist einer der beiden Großflughäfen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Er ist im Luftfrachtgeschäft auf Platz 3 in Deutschland. Er gehört zu den Top 10 in Europa und er ist einer der großen und wichtigen Passagierflughäfen, die wir hier im Land haben. Auch wenn wir Grüne ja häufig Kritik am Flughafen haben, was die Frage von Lärmschutz oder Passagiernachtflug angeht, ist uns Grünen klar und wir sind uns darüber sehr bewusst, dass er eine wichtige Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen hat, für die Region Rheinland und für das ganze Land. In der letzten Woche wurde der langjährige Geschäftsführer des Flughafens, Herr Gavens, überraschend beurlaubt vom Aufsichtsrat. Ihm wurden schwerwiegende innerbetriebliche Verstöße unterstellt und daraufhin hat der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, ihn zu beurlauben. Es laufen jetzt staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Der Aufsichtsrat hat ihn bis Mitte Dezember beurlaubt. Darüber gab es eine große mediale Aufmerksamkeit, intensive Berichterstattung in den Medien, ob in Print oder im Fernsehen und Radio. Ich möchte mich hier nicht in der Debatte zu den Vorwürfen einzeln äußern. Der Beschuldigte hat natürlich und muss auch die Gelegenheit haben, dazu Stellung zu nehmen. Und ich denke, er wird auch entsprechendes vorbereiten. Für uns ist Anlass der heutigen Debatte, und leider fehlt der Ministerpräsident und ich glaube auch jegliche Vertreter der Staatskanzlei, für uns ist Anlass der Debatte, dass zwei Tage vor dieser entscheidenden Aufsichtsratssitzung, als auch schon Gerüchte im Umlauf waren, jedenfalls bei allen, die ein Stück näher dem Flughafen stehen und entsprechend verkehrspolitisch involviert sind, zwei Tage vor dieser entscheidenden Aufsichtsratssitzung hat der Ministerpräsident in einer Pressekonferenz eher beiläufig bekannt gegeben, dass er den Aufsichtsrat neu besetzen möchte und als neuen Aufsichtsratsvorsitzenden den langjährigen CDU-Politiker Merz installieren möchte. Grundsätzlich ist das natürlich für eine Regierungsfraktion oder für eine Regierung möglich, zentrale Stellen mit Leuten ihrer Couleur und ihres Parteibuchs zu besetzen. Aber ausgerechnet zwei Tage vor dieser Aufsichtsratssitzung, als schon klar war, dass in dieser Sitzung ein Gutachten vorgestellt wird, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Bodewig mit in Auftrag gegeben hatte bei einer renommierten Kölner Kanzlei und bei der Unternehmensberatung Ernst & Young. Also ausgerechnet zwei Tage vor dieser Sitzung geht Herr Laschet raus und schlägt vor, dass Herr Merz den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt. Er begründet das mit einem regulär anstehenden Wechsel und sagt, mit den aktuellen Vorgängen am Flughafen hätte das nichts zu tun. Lieber Herr Ministerpräsident, das glauben wir nicht. Das glauben wir nicht, dass es zwischen diesen beiden Vorgängen keinen Zusammenhang haben soll. Jetzt könnte man sagen, mit Blick auf die landespolitische Situation, naja, das hat schon so ein Stück ein Geschmäckle, wenn es das erste Mal wäre. Wenn es das erste Mal wäre, könnte man sagen, es hat ein Geschmäckle. Aber nach der Angelegenheit Holthoff-Pförtner, nach der Personalie Biesenbach und seiner Aktivitäten auf kommunaler Ebene und, das hat ja der Fraktionsvorsitzende der SPD gestern ausgeführt, Kollege Römer, und nach der Personalie Schulze-Vöcking und den Vorgängen auf ihrem oder auf dem Familienbetrieb, in dem Zusammenhang muss man feststellen, bei Personalentscheidungen hat der Ministerpräsident kein gutes Händchen und er soll hier erklären, warum er ausgerechnet kurz vor einer Aufsichtsratssitzung so versucht, in ein Unternehmen zu intervenieren. In dem Zusammenhang sind wir Grüne gespannt auf die Beantwortung der von uns gestellten beiden kleinen Anfragen, weil sie dokumentieren würden, jedenfalls wenn sie so beantwortet werden, wie sie gestellt werden, also sehr detailliert. Welche Kontakte hat es von Seiten der Staatskanzlei zum Flughafen gegeben? Welche Gespräche hat der Leiter der Staatskanzlei, Herr Leminski, geführt? Welche Gespräche hat der Ministerpräsident selber geführt? Es sind ja Gerüchte im Umlauf, dass Herr Gavens noch kurz vor der anstehenden Sitzung hier in Düsseldorf gewesen sein soll, dass er dem Ministerpräsidenten nahegelegt hat,
Entweder wird der Aufsichtsratsvorsitzende ausgewechselt oder ich muss gegebenenfalls gehen. Das sind Gerüchte, die im Raum stehen. Die kann ich nicht beurteilen und bewerten. Aber der Ministerpräsident sollte die Chance nutzen, diese Gerüchte zu entkräften und im Hohen Haus Rede und Antwort zu stehen, was es mit dem Flughafen Köln-Bonn in diesen Tagen auf sich hatte. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen nach vorne und auch nicht nur auf diese Personalie. Die entscheidende Diskussion, die ansteht beim Flughafen Köln-Bonn, ist die Frage der Bundesanteile. Der Flughafen ist zu 30% ja in Landeshand, 30% Bundesanteile und dann noch einige Städte, insbesondere die Stadt Köln, mit Anteilen. Schon im letzten Jahr lief die Diskussion, ob der Bund seine Anteile veräußert. Das war eine Initiative seitens des Bundesfinanzministers, des damaligen Bundesfinanzministers. Und nun tritt Herr Merz auf den Plan, der neuer Aufsichtsratsvorsitzender werden soll. Herr Merz mit den bekannten wirtschaftlichen Verbindungen, die auch gestern hier in der Debatte eine Rolle spielten. Die Frage, die im Raum steht, ist: Gibt es Überlegungen seitens der Landesregierung, die Bundesanteile nicht selber zu kaufen, sondern Herr Merz zu installieren, um entsprechend internationale Finanzinvestoren auf den Flughafen anzusetzen und die bisherigen in öffentlicher Hand befindlichen Anteile zu privatisieren? Das jedenfalls steht im Raum mit der Personalie Merz. Und auch hier muss die Landesregierung, sollte der Ministerpräsident, Stellung beziehen, sehr geehrte Damen und Herren. Nein. Nein, nein, nein. Kollege Hovejürgen, keine Verschwörungstheorien. Man kann bei Herrn Merz ja davon ausgehen, dass ein Mann mit seiner Geschäftsaktivität und mit seinem Einkommen es nicht nötig hat, für die 10.000 Euro, die es da im Jahr als Apanage für den Aufsichtsrat geht, diesen Aufsichtsratsvorsitz zu übernehmen. Die Frage, die im Raum steht, ist, welche Überlegungen hat die Landesregierung, was die Zukunft des Flughafens Köln-Bonn angeht, was die Anteile angeht und warum soll Herr Merz in dieser Situation hier installiert werden? Das ist eine Frage, die im Raum steht. Wir stellen sie und wir sind jetzt in der Aussprache gespannt. Welche Überlegungen gibt es Ihrerseits? Wie stellt sich die Landesregierung auf zum Flughafen Köln-Bonn? Nutzen Sie die Chance, informieren Sie das Plenum. Dafür haben wir heute die Aktuelle Stunde beantragt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.